Fellamoto, das erste Rennen. Amelie Kloppet Wochenende. Und so muss das Wetter sein und so muss der Start erfolgen. An der Innenkante Princess Wine, Naimi außen kommt Lulu Bob, dabei ist aber auch Elaine und Joachim Löwgren will das Kommando und ich denke mal, Fehler von Lulu Bob, er wird es auch bekommen und so ist es. Im Shuttle des Bogens zieht er vorbei an Princess Wine. Elaine, die Lastbäckerin ist vorne, führt gegen Princess Wine und Naimi, das sind die ersten drei, 5-1-2 die Reihenfolge. Dann ist außen unterwegs Diva Arvels, ganz außen dabei auch Foto Prinzess. Da ist Jörg Schonesson im Augenblick noch ein bisschen weit außen aufgestellt. Das soll uns recht sein und dem hier sowieso, Joachim Löwgren. Aber jetzt kommt die Attacke, Schonesson, der will zumindest in die zweite Spur. Und schon, sehen Sie, das sieht man schon an der Körpersprache, dass er nur in die zweite will. Bevor er unten ist, sieht man schon, mehr ist nicht gewollt, weil auch mehr nicht gekonnt wäre. Denn Elaine Löwgren, der will das Kommando nicht loswerden und er will es auch bis zum Ziel nicht mehr loswerden. Und wir drücken völlig unparteiisch die Daumen. Pferde sind auf der Tribünengeraden, kommen an der Startstelle vorbei mit Elaine. Elaine Princess Wine und außen Foto Prinzess, die ersten drei. Schöne Einblendung oben, 11, 13, 4, die stimmt nicht. Kommando war der 5. 5 war das Kommando, dann die 1, außen geht die 3. 5, 1, 3. Und vom Ende her versuchte sich Erik Odilson mit der neuen Clio Face. Da kommt nach außen Celica Pelema, greift in dritter Spur an. Feld geht durch den nächsten Bogen und ist bereits auf der letzten Überseite. Und den haben sie vorne in Ruhe gelassen. Jetzt allerdings Fehler von Clio Face. Jetzt kommt auf Touren Celica Pelema, Programm Nummer 12. Palema heißt das Pferd. Celica Palema, Orcus Wonstead. Aber der muss da in dritter Spur auf der Überseite aufrücken und kommt nicht vorbei und muss dann auch in dritter in den letzten Bogen. Und das sieht nicht so gut aus. Pferd wird auch kleiner und kleiner. Also das ist nicht der Gegner. Vielleicht ist die 3 der Gegner. Aber das war ein harter Verlauf für Foto Prinzess. Am Toto die Co-Favoritin. Elaine führt durch den letzten Bogen. Eine Länge gegen Foto Prinzess. Und so geht es auf die letzte Ecke zu. Und wir werden nicht unken. Deswegen werde ich nichts sagen zu Elaine und ihren Siegchancen. Wir gucken uns das in aller Ruhe an. Joachim Löwgren ist vorne. Dann greift Fotoprinzess noch einmal an. Elaine, Elaine, Fotoprinzess ist dran, bleibt dran. Elaine ist vorne. Fotoprinzess versucht es. Elaine, Elaine ist vorne gegen Fotoprinzess. Elaine gewinnt gegen Fotoprinzess und dahinter noch Melander auf Platz 3. Melander, der ist gar nicht mitgefahren. Und wie kann der dann Dritter werden? Dann war das eher Takter.